Hallo Freunde und willkommen zurück zu World of Warcraft. Ich befinde mich in den Raid Antorus, der Prinz der Thron. Der befindet sich auf den verheerten Inseln. Wie gesagt, hier in Antorus. Das ist ein Level 47er Raid und wir sind hier um Zeit in das Ganze zu machen. Von daher mal schauen, ob wir überhaupt Glück haben und irgendwas Besonderes. Das vierte Tropf vielleicht. Von daher auf in den Kram. Ich bin hier gerade mit meinem Krieger am Start. Oh, und so wie es aussieht. Wow. Könnte ich den Boss leider nicht looten. Auf jeden Fall droppen hier auch zwei Reittiere. Mehr kann ich nicht sagen. Mit der Dropschance von 0,001%, also generell gering, wenn man hier der magische Schatten holt. Aber sie sind uns zahlenmäßig noch überlegen. Und beim Endboss, bei dem guten alten Argus der Zerritter, droppt hier gefesselte Ohrzul. Leider hier Inferno vom Endboss. Generell den ersten Reitmount bekommt ihr hier bei den komischen zwei Hunde, wenn ihr Glück habt. Du wirst dich ihnen nicht allein stellen, Turalyon. Die Dämonen bezahlen für jeden Schritt mit ihr. Okay, der Maus in den Kampf. Generell ist es hier bei dem Boss eigentlich scheißegal, wenn ihr kaputt haut und Schaden macht zuerst den Boden. Denn den Schaden der Böse zu machen hier nicht. Und die Leute beide bekommen gleich den Schaden. Aber mit Level 60 sollte das alles sein. Zahllose Meer erfordern die Aufmerksamkeit eurer Klinge. Okay, hier können wir auch mal einen Bonuswurf machen, leider nur wieder bekannte Essenz. Wow. So. Noch sieht's übel aus. Ist okay. Egal, Shit Happens. Dann auf zum dritten Boss. Ah, anscheinend wollen die nicht alle besser machen, das ist schon mal super. Ich mal skippen. Das ist ja eigentlich unrelevant. Auf zu den guten Ankramer. Schönste! Oh Scheiße, und da pull ich einfach eiskalt die ganze Mob-Gruppe, ja. Wohin? Wirklich warten die und greifen jetzt nicht den Boss an. Ah,
Na dann, fuck my life, Alter. Nicht, nein, lieber nicht. So, ein Spiel. So, ich bin der Wally. Reichen Sie mir. Sie haben ihr Ziel erreicht. Von daher, alle sind bereit. Und dann heißt es, let's fucking. Hier bei Dingboss müsst ihr einfach erstmal schon Schaden auf den Boss drauf machen. Ansonsten spawnt ihr hier ein paar Feuer in den Tavios. Vielleicht sind wir schon draufgelaufen. Ansonsten gibt es immer mega Flächenschaden. Jetzt spawnt ihr hier ein paar Elf. Die müssen plattdown werden. Am besten so viele wie es geht. Oh, Scheiße. Okay, erstmal nicht bei Flug. Doch nicht. Ansonsten, sobald ihr die Ads geplättet habt und die großen Elementaren auch kaputt gemacht habt, ist der Boss wieder angreifbar. Müsst ihr einfach nur Vollschaden auf den Boss weiter drauf machen. Ich denke mal, der wiederholt die Phase zweimal. Müsst ihr zweimal im Endeffekt dasselbe machen. Euer winziger Funke macht, wird sobald euch der wieder nicht angreifbar ist, müsst ihr den weg. Unmöglich ist es zu. Okay, Bonus Wars. Nein, Leute bekommen. Sakamas Essenz ist frei. Er kann wieder an die Seite seiner Geschwister zurückkehren. Und das Gute ist, diesmal endlich mal ein Teil, was wir noch nicht hatten. Sehr schön. Das wird sehr schön. Okay, nur das Dumme ist, da ich jetzt einen Freiflug hatte und schon draufgegangen bin, müssen wir den ganzen Weg hier erstmal laufen. Egal, das laufen alte Dummschlank. Okay, und jemand fragt, ob ich das brauche, brauche ich die Brüste? Ja, die brauche ich. Oh, das ist aber lieb. Wir haben wir erstmal hier rangeportet. Und dann stehen wir auch schon kaum. Boom. Bei denen einfach auf Pult in den Strauch. Sonst sind wir schön unsere schwarze Fläche rauslaufen. Ja, einfach Pult in den Strauch. Und jetzt gleich auch schon in den Strauch. Gucken, wie ihr sehen könnt. Nice. Ja, tapfer gekämpft, sterb. Und mal schauen, ob wir Glück haben. Haben wir das Round drin? Trommelwirbel. Natürlich nicht. Und vielleicht beim Bonuswurf? Natürlich nicht. Aber scheiß doch die Wand an. Naja, meine Lieben, ich würde sagen, weiter geht's dann. In der nächsten Folge geht auf meinen YouTube-Kanal. Gameplay for Life. Bis zum nächsten Mal und ciao.